Ja, herzlich willkommen hier im Deutschen Technikmuseum zum Vintage Computing Festival Berlin. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr erstmalig Gastgeber von dieser wunderbaren Veranstaltung sind. Mein Name ist Eva Kudras, ich bin hier für die Informatik und Mathematik zuständig. Und es ist eine schöne Kontinuität sozusagen. Im Technikmuseum ist in den Mitte der 80er Jahre die erste Dauerausstellung zum Thema Computer und Computergeschichte eröffnet worden. Dass wir jetzt hier mit auch ganz vielen Rechnern in Aktion sind. Damals war es nämlich auch so, dass viele von den Rechnern vorgeführt wurden, also dass man eigentlich Sachen zeigen konnte, was heutzutage nicht mehr so der Fall ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir diese Veranstaltung haben, wo man wirklich an die Rechner rankommt, die Software testen kann und ja auch sich austauschen kann über die ganzen Themen, die mit Computing, Rechentechnik, historischen Themen auch zu tun haben. Vorbereitet und in bewährter Weise organisiert wurde die ganze Veranstaltung von dem Hackerspace AFRA, insbesondere Anke Stüber, Sebastian Fischer waren da wie die letzten Jahre auch tätig. Classic Computing ist dieses Jahr erstmalig dabei, also der Verein zum Erhalt klassischer Computer mit ihrer Ausstellung, zu der Stefan dann noch mehr sagen wird. Und genau, und natürlich Stefan Hölken von der Humboldt-Universität, Institut für Medienwissenschaften, die diese drei Partner hatten das jetzt eben in den letzten Jahren organisiert und ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt dieses Jahr Gastgeber sein können und ja, wünsche uns allen eine schöne Veranstaltung. Danke. Ja, ich stelle mich auch kurz vor, wie schon gesagt, Stefan Hölken mein Name, ich bin eigentlich Medienwissenschaftler an der Humboldt-Universität und betreibe dort ein Forschungsprojekt zu Retro-Computing, also absolut naheliegend, sowas zu machen, da Retro-Computing ja nicht einfach das Hinstellen von ausgeschalteten alten Computern ist, sondern, wie das Ing schon andeutet, das Laufen lassen, das wieder in Betrieb nehmen, das damit experimentieren in der Gegenwart. Das ist jetzt das vierte VCFB, das ich mit organisiere. Es ist überhaupt das vierte VCFB, das hier in Berlin stattfindet. Wir haben die ersten drei Jahre bei uns in der Humboldt-Universität in das Erdgeschoss belegt und das wurde uns dann zu eng. Wir sind über uns hinausgewachsen und haben die Ausstellungsfläche verdoppelt. Mit dem Technikmuseum zusammen sind wir jetzt von 700 auf knapp 1400 Quadratmeter Ausstellungsfläche gekommen. Das hat sich angeboten, weil doch sehr viele Leute nach Berlin gefunden haben, auch internationale Aussteller übrigens. Ich weiß jetzt gar nicht, wer in diesem Jahr international ausstellt, da müsste ich mich nochmal schlau machen. Und wir haben gesagt, dann machen wir aus der Möglichkeit auch gleich eine Tugend und zeigen mal, wie aktiv Retro-Computing heute auch noch organisiert betrieben wird. Es gibt ein organisiertes Retro-Computing, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo, und zwar in Form von Computerclubs, die es schon seit Anbeginn der Mikrocomputerzeit gegeben hat. Also sobald sich Leute diese Geräte im Laden kaufen konnten, haben sie sich zusammengeschlossen, um was weiß ich, Microsoft Basic untereinander auszutauschen und gegenseitig Programmierprojekte, Hardwareprojekte zu initiieren. Damit wollen wir mit dem darauf wollen wir mit unserem Sonderausstellungsthema dieses Jahr hinweisen, auf Computerclubs damals und heute, und haben deswegen auch viele Computerclubs eingeladen und einige von denen sind unserer Einladung gefolgt. Zum Beispiel der Berliner Commodore Club, der sehr umtriebig ist und die auch einmal im Jahr eine Veranstaltung machen, und der ABUG, also der Atari Bitbiter User Club, den es auch schon sehr, sehr lang gibt, schon seit es Atari Computer in Deutschland gibt. Und nicht zuletzt natürlich auch dem Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V., ein Zusammenschluss von Hobbyisten bundesweit, man kann sogar fast sagen europaweit, weil der Vorstandsvorsitzende tatsächlich aus der Schweiz kommt, die zusammen dieses Projekt seit, wenn ich richtig erinnere, 2006 betreiben, wo sich Leute zusammentun, die sich dem Thema verschrieben haben, was sich allgemein als Preservation beschreiben lässt, also historische Rechentechnik zu bewahren, und zwar oft vorm Wegwerfen zu bewahren, zu restaurieren und auszustellen. Und die Jahresversammlung dieses Vereins zum Erhalt klassischer Computer, die sogenannte Classic Computing, findet nun wieder hier in Berlin statt, zum zweiten Mal. 2013 waren sie das erste Mal da, damals auch bei mir in der Humboldt-Universität. Und jetzt hier als ein großer Teilnehmer der Sonderausstellung Computerclubs. Sie werden die Ausstellung leicht erkennen. Die sind erstmal an den Ausstellungsschildern selbst gekennzeichnet, Sonderausstellung Classic Computing. Und dass die Herren nämlich auch oft ihre Vereinskluft tragen, das sind so blaue Hemden. Daran sehen Sie die Stände und können sich also über die Projekte, die dort restauriert, ausgestellt, aufbewahrt werden, informieren.
Das Ganze wird eingebettet, wie immer bei den VCFBs. Die Ausstellungen werden eingebettet in eine große Bandbreite von kulturellen Aktivitäten. Zum Beispiel haben wir den Lötworkshop sowohl für Kinder hier, also wo Kinder Pentabugs, und ihr habt ja nun auch einen eigenen Workshop noch mit beigefügt. Also die lernen hier löten und bauen sich kleine Roboter mit Sensorsteuerung. Dann gibt es einen PDP-Reparier-Workshop, der ist gleich, wenn man hier rauskommt, läuft man quasi direkt in eine kaputte PDP-11 rein und kann helfen, die zu reparieren, sodass sie wieder funktioniert. Dann gibt es heute Abend ein Chiptunes-Live-Konzert, was bei Computermusik auch immer live heißen mag. Also, dass sie sozusagen operativ erzeugt und zu Gehör gebracht wird von mehreren historischen Rechnern. Und morgen möchte ich darauf hinweisen, dass wir hier, wenn Sie weiter in Richtung Netzausstellung gehen, eine kleine Tagung haben. Die Computerprogrammiersprache Logo wird 50 Jahre alt, von Seema Paperton, und leider schon gestorben ist, in den 60er Jahren entwickelt als eine Programmiersprache, die eigens Kindern den Zugang zum Programmieren erleichtern soll und die sich in ganz verschiedene Richtungen entwickelt hat. Also es gibt hier in Berlin auch noch Initiativen, die mit Logo-ähnlichen Sprachen programmieren. Da ist morgen jemand da, der stellt die auch vor, diese Initiative. Und dann haben wir auch einen historischen Teil. Da gibt es dann einen Vortrag über den NDR-Kleincomputer vom Erfinder Rolf-Dieter Klein und verschiedene Vorträge, die genau aus dieser Fragestellung herauskommen, nämlich wie man Kindern damals und heute das Programmieren beigebracht hat. Das ist also das Thema der Tagung. Und ansonsten werden Sie hier im Vortragsraum auch weitere Vorträge hören. Die sehen Sie hier am Aushang und auch im Programmheft zu ganz verschiedenen Themen, also Restaurations- und Kulturprojekte, was über Museen und so weiter und so fort. Sie werden sich hier in den nächsten zwei Tagen also sicherlich nicht langweilen müssen, je nachdem, mit welcher Intention Sie hergekommen sind. Und falls Sie doch einmal genug alte Computer gesehen haben, können Sie mit dem Eingangsstempel, den Sie hier vorne bei uns erworben haben, auch in die Netzausstellung des Technikmuseums gehen und können sich die alten Computer dort angucken. Gut. Da ergänze ich noch kurz was. Was nämlich nicht im Programmheft steht, aber bestimmt für viele auch interessant ist, dass in der Netzausstellung meine Kollegen von der Nachrichtentechnik sozusagen, von dem Sammlungsbereich, alte Fernschreiber in Aktion zeigen. Also auch Taschenfernschreiber, Sachen, die man sonst vielleicht nicht so kennt. Also gehen Sie ruhig auch in diese Richtung weiter. Da wird es weiter Geräte in Aktion geben. Und einen Dank wollte ich noch aussprechen an Florian Müller, meinen Mitarbeiter, der hier im Vorfeld unglaublich viel organisatorisch gemacht hat, und viele, viele Helfer, die alle in ihrer Freizeit das möglich gemacht haben, dass wir heute und morgen diese Veranstaltung machen können. Ja, genau. Also die große Danksagung kommt natürlich wie immer am Schluss. Es gibt hier also auch eine Abschlussveranstaltung. Auch in diesem Raum wird die sein. Da sind Sie aufgerufen, daran teilzunehmen. Die interessantesten Ausstellungen gekürt. Sie kriegen da so einen Wahlzettel. Da können Sie dann ankreuzen, welche Ausstellungen Sie interessant fanden. Da werden also wertvolle Preise verlost. Je nachdem, was man für wertvoll empfindet. Leider würde ich sagen, auch noch mehr Elektroschrott, den ich mir nach Hause nehmen kann. Aber tolle Sachen. Und da wird das Ganze nochmal Revue passiert. Da kommt auch die erste kleine Statistik. Die erste Hochrechnung kommt dann rein. Wie viele Besucher hatten wir? Wie viele Aussteller waren da? Und so weiter und so fort. Also bleiben Sie bis zum Schluss. Und wenn Sie hungrig und durstig werden, einfach hier durchgehen. Tor 1 hat geöffnet. Also das ist das Restaurant, das hier angeschlossen ist und bietet dort zu essen und zu trinken an. Soweit von mir. Von dir wahrscheinlich auch, oder? Bleibt uns dann nur noch Ihnen viel Spaß zu wünschen. Dankeschön. Okay.